Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im Folgenden habe ich ein Interview mit Lars durchgeführt. Lars ist einer unserer Studenten, dazu aber natürlich später mehr. Hier nochmal kurz der Hinweis, Lars hatte keine Webcam, dementsprechend auf seine Erlaubnis natürlich hin dann einfach ein Foto von ihm auf dem Bildschirm gezogen, sodass du zumindest siehst, wie Lars aussieht. Solltest du Zweifel daran haben, einfach uns kurz bitte eine E-Mail schreiben. Du erhältst daraufhin die E-Mail-Adresse von Lars persönlich und kannst dich mit ihm auseinandersetzen und letztendlich deine persönliche, ehrliche Meinung über uns, über unsere Angebote und auch vielleicht einfach über den Kurs, den Lars durchgemacht hat, einfach bilden. Viel Spaß! Ja, genau. Also am Anfang würde mich einfach mal interessieren, nochmal, dass wir das zusammenfassen, so ein bisschen, wie eigentlich deine Vergangenheit aussah, also deine Trading-Vergangenheit. Du meinst irgendwie, du hast das schon seit 4 Jahren gemacht, also einfach mal paar Worte dazu erzählen. Ja, also bei mir war es halt so, ich habe das ganze Thema eigentlich damals angefangen, bin da durch YouTube mal drauf gekommen aufs Traden und war eigentlich immer auf der Suche nach so einem zweiten, ich sag jetzt mal, finanziellen Standbein oder so eine Möglichkeit, nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Was damals halt so war, dass ich halt ganz normal im Einzelhandel gearbeitet habe, wie man halt vermuten kann, dass man da halt nicht gerade den absoluten Wohlstand mit generieren kann, und dann war es mir halt immer wichtig, halt noch zusätzlich irgendwie Geld zu verdienen. Hab dann einiges probiert und ja, bin halt richtig böse auf die Nase gefallen. Also ich habe, sagen wir mal, ich habe jetzt auch Gott sei Dank immer, ich habe das schon von klein auf gelernt, gut mit Geld umzugehen. Also ich habe mich auch immer vorher gebremst. Also ich habe bis heute kein Konto geerdet, habe aber damals halt, geht ja mit Mikrolots, kannst ja mal mit 1000 Euro anfangen, und ja, hab dann auch die Hälfte verballert, war damals auch sehr viel Geld, muss ich sagen, und ja, so war das halt, und hab da einfach eigentlich willkürlich, ah, oh, die Kerze sieht super aus, jetzt kaufst du mal, und oh, die, ja, jetzt bricht alles zusammen, jetzt verkaufst du mal, und ja, das hatte kein System. Dann habe ich nach vielen Büchern, die ich gelesen habe, über Trading, Psychologie und alles, wo ich auch sagen muss, das ist alles super interessant und kann man mit Sicherheit auch viel von nutzen, dann mich dazu entschieden, mal einen Kurs zu machen bei jemand, der mir leider auch nicht so viel gebracht hat. Und also zumindest nicht zu der Art und Weise, wie ich trade, oder wie meine Möglichkeiten sind. Und ja, dann bin ich halt auf euch aufmerksam geworden, habe euch schon sehr lange über YouTube eigentlich verfolgt und fand die Videos immer sehr interessant. Und weil gerade bei mir durch die damalige Situation, dass ich halt Arbeitszeiten von 9 bis 20 Uhr hatte, es eigentlich keine Möglichkeit gab, Daytrading zu machen, weil ich sag mal, im Forex-Bereich abends sind die Märkte halt tot, wenn du da um 8, 9 Uhr zu Hause bist. Und also richtig viele Signale oder so kriegst du da halt nicht. Deswegen war Swing Trading eigentlich für mich das Beste, berufsbegleitend. Und ja, hab mich dann echt nochmal durchgerungen, nochmal einen Kurs zu machen, der Sache nochmal eine Chance zu geben. Weil mich ein Punkt sehr überzeugt hat, und zwar die Sache mit dem Backtesten. Weil da irgendwie keiner von den ganzen Referenten oder Coaches oder Lehrvideos irgendwie auf das Thema Backtesten eigentlich eingehen. Und ich wusste schon immer, dass wird die Maßnahme sein, die mich eigentlich zum Erfolg bringen wird. Weil, ja, weil nur wenn ich selber der Sache auch vertraue und der Sache glaube, kann ich diese psychologische Komponente völlig ablegen und einfach stur mein System durchhandeln. Und ja, und ihr habt das halt in dem Kurs sehr, sehr gut beschrieben. Alles aufgesaugt wie so ein Schwamm. Ich habe mir wirklich zu jedem Thema, zu allem, was es irgendwie gibt, weil es gibt ja keinen Leitfaden, so ja, funktioniert die Börse. Und du lernst alles, was es gibt, und irgendwie von allem nur ein bisschen. Und ihr habt ja schon eine gewisse Lernstruktur erstmal angeboten. Und bei den Backtesten war das halt so immer so eine Sache. Ich habe ich sag mal, ich habe es über MetaTrader probiert. Du hast halt Daten, die sind sehr stark limitiert. Du kannst nicht mal richtig scrollen, und vor allem, wenn du zoomst, immer nur ruckartig. Du weißt gar nicht mehr, wo du bist irgendwann. Du kannst auch nicht die Sache abspeichern und ab einem gewissen Punkt irgendwann wieder weiter backtesten. Das heißt, du musst dann direkt die 8 Stunden an einem Stück durchziehen. Ist doch nicht so viel für dich. Ja. Ja, ja. Aber das war halt alles, also ich sag mal, die ganzen Tools, die haben einem halt gefehlt, und es gibt kaum irgendwo mal Videos, wo mal richtig Backtesten dann erklärt wird. Dann kommst du ruckzuck zu irgendwelchen Leuten, die dir irgendwas verkaufen wollen, dann kriegst du ja irgendeine
Forex-Trader oder Forex-Master oder wie das alles heißt. Und aber das basiert dann halt auch nicht auf dem Programm, womit du dann später handeln willst. Und das ist alles so eine Sache. Und ihr habt halt wirklich einmal richtig gezeigt, wie man denn das Ganze backtestet und was vor allem, ne? Okay, also ein bisschen Kurs. Ich habe gerade noch mal geguckt, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Und das war ja im Juli 2017, also jetzt gut 6 Monate entfernt, wenn ich das richtig Ja, rechne. der Tiefpunkt Oder meiner sieben. Trading-Karriere, ja. Ja, okay. Also Tiefpunkt. Wie lange hast du es bis dahin schon gemacht? Ja, da war ich 4 Jahre unterwegs und Okay. habe netto, boah, ich weiß gar nicht, wie viel mittlerweile investiert. Also ich muss sagen, ich habe jetzt Gott sei Dank einen besseren Job und habe auch deutlich bessere Arbeitszeiten. Bin gar nicht mehr so wirklich darauf angewiesen. Jetzt ist es mittlerweile echt so eine Sucht, dass man es einfach nur meistern will. Und ich bin halt, was das Thema angeht, auch sehr ehrgeizig geworden. Aber ich glaube, im Juli letztes Jahr habe ich halt dadurch, dass ich einen recht teuren Kurs gemacht hatte, plus die ganzen Bücher, plus die ganze Kohle, die man eingezahlt hat, da war ich bestimmt schon so bei ja, 6.000 Euro oder so Minimum, die ich dann da erstmal eingezahlt habe. Okay. Ja, Ohne aber. irgendeinen nennenswerten Erfolg, dass ich jetzt sagen könnte, okay, aber dafür geht es jetzt bergauf oder die hole ich mir wieder, weil Stand da war ich noch weit davon entfernt. Ich noch glaube an unser Gespräch. Du hattest mich damals angerufen oder um Rückruf gebeten. Wie ist das Ganze abgelaufen? Erstmal auf mich zugekommen und wie ist dann vor allen Dingen der Kurs abgelaufen? Das wäre ganz schön, wenn du da mal ein bisschen Einblick gibst. Ja, genau, wir haben damals telefoniert und das so halt mir auch ganz klar direkt erstmal gesagt, pass auf, ohne Backtest funktioniert hier gar nichts, du musst selber, kriegst von uns nicht die im Gegensatz zu allen anderen und das war auch echt so und das hat mich auch dann überzeugt, du kriegst von uns Setups, die funktionieren, ja, aber die funktionieren halt auch nicht in allen Märkten unter allen Bedingungen und man muss halt auch gewisse Sachen erstmal testen. Und nur wenn man die halt selber testet, hat man auch selber das Vertrauen dann irgendwann in die Strategie. Und ja, genau so lief das eigentlich ab. Also du hast mir ganz klar gesagt, da kommt nach dem Kurs sehr viel harte Arbeit auf mich zu. Und die nimmt mir auch keiner ab. Und die war auch definitiv da. Oder ist noch da, sagen wir mal so. Ja, geholfen. Der Kurs, wie war das für dich online basiert? War das ein Problem? War das ein Vorteil? Also online basiert war überhaupt gar kein Problem, weil man das natürlich der Riesenvorteil eines Online-Kurses ist halt, man kann sich das selber einteilen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt um Punkt 19 Uhr geht ein Webinar los, sondern kann seinen Videokurs dann starten, wenn man da gerade Bock drauf hat. Oder auch sagt, heute bin ich in der Verfassung zu lernen und bin ich am Kränkeln oder sowas in der Art. Das Einzige, was dann halt echt hart war, man hat dann halt die einzelnen Pattern halt gelernt und dann durfte man sich die im Markt dann angucken und selber einzeichnen und diese Wartephase, diese 2 Wochen oder ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war immer 2 Wochen, 2 Wochen, genau, ja. die man einfach nur trainieren musste und es bringt auf jeden Fall viel. Man muss es auch, da muss man einfach durch. Man will aber einfach schon das nächste, man will die ganze Zeit schon weiter und Vollgas geben und man wird eigentlich systematisch immer so ein bisschen ausgebremst, damit man das Ganze halt auch verfestigt. Was im Nachhinein natürlich gut war, aber ich halt auch mit ein paar anderen dann geschrieben habe, die den Kurs ja auch gemacht haben und die dann auch alle geschrieben haben, boah, ich will jetzt endlich hier, ne? Ich will endlich backtesten und so. Und ja. Ich weiß sogar noch, dann saß ich vorm PC, dann stand da 11 Uhr und dann war es aber amerikanische Zeitzone und alles, dann muss noch mal ein paar Stunden. Also es hat schon echt süchtig gemacht. Das war schon echt gut. Ja, Hauptsache, es hat was gemacht. Genau. Wenn du so ein bisschen zurückblickst, also ich meine, du hast gesagt, das war dein Tiefpunkt, das signalisiert mir, es ist dann ein bisschen bergauf gegangen. Wie hat dir also der Kurs geholfen, falls er dir geholfen hat, natürlich nur deine Probleme zu lösen und das nochmal ein bisschen detaillierter und wie hast du jetzt Lösungsansätze gefunden und bist besser geworden? Also ich glaube, eigentlich ist das ganz einfach, wenn man darüber nachdenkt. Jeder, der an der Börse, sage ich mal, sein Geld verliert hat, das liegt einfach an dem Punkt, dass man ein System handelt, was halt nicht konstant funktioniert. Ist ja logisch. Meistens handeln die Leute auch gar kein richtiges System mit klaren Regeln, was so 100% definierbar ist und wiederholbar ist, sondern einfach nach Gefühl, nach Emotionen. Oder die haben ihre Regeln, greifen aber ständig immer wieder ein. Und nur wenn man diese klaren Regeln hat, die man eigentlich eins zu eins immer genauso umsetzt, egal was passiert, und man das genau im rückwärtigen Zeitraum getestet hat, nur dann kann man ja sagen,
Naja, man kann halt nie in die Zukunft gucken, aber wenn es die letzten 5 Jahre funktioniert hat, ist die Chance halt sehr hoch, dass es das nächste Jahr auch funktioniert. Und dann hat man halt auch das Vertrauen und dann geht man auch nicht eher raus und der Kurs geht dann doch wieder und man denkt man, ach Mist, wäre ich mal drin geblieben. Also die ganzen Sachen, die fallen komplett weg und das ist halt der Riesenfehler, den ich im Vorfeld immer gemacht habe. Ja, das heißt, die Arbeit wirklich reinzustecken, das zu sehen und sich dann selbst zu vertrauen, dass man die Arbeit richtig gemacht hat und das letztendlich als größter Faktor letztendlich, damit du das geschafft hast, bis jetzt, sage ich mal. Ja klar, also es war halt sonst auch immer, ich wurde immer, war immer nervös und aufgeregt, wenn ich für mich irgendwie ein Signal erkannt habe. Heute spule ich die Dinge einfach so runter. Ich freue mich jetzt auch nicht mehr so mega und sage, hey, super, da kommt ein Signal. Ich gehe das total rational an, weil ich halt einfach weiß, gut, da habe ich 200 Trades oder 100 Trades gebacktestet. Über die letzten, keine Ahnung, 5 Jahre gesehen, hat das Ding so und so viel rausgegeben. Und für mich ist es einfach so, naja, ich will nicht sagen Fließbandarbeit, aber das ist einfach so, man handelt das Ding einfach so runter und du weißt einfach, wenn du das konstant jetzt so machst, hast du am Ende definitiv mehr raus, als du riskiert hast. Und ja, wie viel Signale dann halt, das ist echt schwer zu kalkulieren alles. Man soll sich da auch gar nicht so viel Gedanken drum machen. Also ich bin halt weiter und immer auf der Suche nach weiteren Setups noch, aber ich habe da jetzt so einige, ich glaube 18 Stück sind das jetzt mittlerweile. Ja, bisschen zu viel, ja, aber sehr gut schon mal. Ja, aber man muss halt auch sehen, die sind halt alle im Stundenchart und Genau. wichtig ist immer, dass man es selber noch handeln kann und den Überblick behält. Sobald das irgendwie unstrukturiert wird und man irgendwie, sobald man wieder anfängt, irgendwelche Fehler zu machen und sich wieder alles zu versauen, dann hat man das Negat also das Gegenteilige erreicht. Genau, wie war das dabei? Ich meine, du hast oftmals ja, Feedback bekommen und ich denke, ich bin oftmals ein bisschen hart, wenn wir geschrieben haben, weil du gerade voll das Hoch hattest und ich habe dir immer genau das Gegenteil ein bisschen Ja. reingesprochen. War das zu hart oder hat dir das geholfen? Ich meine, Nee, das es hat immer gut ist, geerdet. ja, ich denke aus meiner Sicht ist es einfach so, weil ich das genauso kenne. Und ich hatte dann immer meine größten Verlierertage nach den Tagen. Und deswegen versuche ich dich dann schnell da runterzuholen, sage ich immer. Absolut richtig. Also es war halt einfach direkt und ehrlich und dieses Rumgehampel und ja, formuliere ich jetzt nochmal netter oder schöner, das bringt ja auch keinem was. Ich meine, am Ende ist es halt, ich meine, ich kann mich da, glaube ich, noch recht gut beherrschen. Zumindest gehe ich nicht direkt mit 10% in den Markt oder so von meinem Depot, wie vielleicht manche andere das tun. Also ich habe da schon so einige Sachen auf jeden Fall auch erlebt. Aber na klar, ne, man denkt halt schon drüber nach. 1%, was ist ja mit 2? Ich meine, das funktioniert jetzt so gut und alles. Und also, du hast dann da auf jeden Fall ganz gut gebremst und das ist auch wichtig, weil man schnell einen Höhenflug kriegt. Also man ist total euphorisiert, gerade wenn du 4 Jahre da so gesehen immer nur, naja, sind mal keine grünen Zweige holst und dann auf einmal funktioniert das, ist. Man kann es sich ja gar nicht mehr vorstellen, irgendwann ab einem gewissen Punkt. Und dann auf einmal steigt die Equity-Kurve nach oben und du denkst, wow, jetzt endlich habe ich den Da Vinci Code geknackt. Und ja, da muss man sich schon ein bisschen mal wieder bremsen, auf jeden Fall. Okay, das heißt, du bist im Juli gestartet, hast gesagt, du hast den Kurs gemacht und du siehst jetzt auch, dass du ein bisschen Erfolge erzielst. Also, was hat sich seitdem du den Kurs gemacht hast, für dich wirklich geändert? Ich meine, erstmal musstest du das Ganze lernen. Du hast natürlich am Anfang nicht direkt getestet, aber was hat sich so seitdem für dich geändert, sage ich mal, als du das erste Setup gehandelt hast, bis zum jetzigen Zeitpunkt? Ich meine, du hast auch schon ein bisschen Einblick gegeben, dass du jetzt immer auf der Suche nach neuen bist, dass du neue gegen ja nicht so gut performende Setups austauscht. Aber was heißt das für dich? Ich meine, deine Equity Curve geht leicht nach oben, aber was ist das für ein Gefühl für dich und was ist das vor allen Dingen, wenn du jetzt mal langfristig für dich denkst vielleicht? Ja, also langfristig für mich ist halt einfach das Schöne. Ich habe jetzt meinen ganz klaren Ablauf. Ich habe da richtig Struktur drin. Ich starte jetzt morgens meinen Ninja Trader, fahre entspannt zur Arbeit, gucke ab und zu, gucke ich über den Teamviewer dann mal rein auf meinem PC zu Hause. Und wenn dann irgendwie ein Setup angezeigt wird, kriege ich das per Push-Nachricht auf mein Handy. Ich habe das ja alles Mögliche schon. Also ich habe, sage ich mal, in meinem Tagesverlauf habe ich das Ganze so etabliert, dass ich das alles nebenbei schön mache und am Ende des Tages oder sag ich mal am Ende der Woche mal auf mein Handy gucke, wie die Woche gelaufen ist und dann
mich echt freue und sage, wow, das macht echt Spaß, das Thema. Und ja, deswegen macht man das ja auch. Man will ja auch ein bisschen was rausholen. Und wenn man langfristig da immer nur einzahlt oder das Ding immer seitwärts rennt, und ich bin auch so viel Monate und Jahre seitwärts gelaufen und habe so viel Zeit da reingesteckt, irgendwann will man halt auch einfach mal ein bisschen Erfolge dafür sehen. Aber generell, mein Alltag ist jetzt richtig super aufgestellt, was das angeht. Also, das hat mir sehr viel gebracht, auf jeden Ja, Fall. das heißt, du hast den Wendepunkt, sage ich mal, eingeleitet mit dem Kurs und seitdem geht es dann auch bergauf. Das könntest du bestätigen so, oder ist das eher noch, dass du denkst, da müsste noch ein bisschen mehr oder ist das schon auf einem sehr guten Weg? Also ich denke, viele Sachen vom Mindsetting her und auch so diesen analytischen Weg, dass man halt natürlich erstmal ein starres System finden muss, was immer wieder duplizierbar ist und was man in der Vergangenheit halt durchgetestet haben muss. Das hatte ich halt im Vorfeld schon im Kopf. Aber die Umsetzung, die Tools und nochmal auch diese Unterstützung, und von alleine hätte ich mich jetzt nie 2 Wochen hingesetzt und hätte immer diese Setups eingezeichnet und das gemacht. Also das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass ich ohne den Kurs das alles nicht geschafft hätte.